Hallo liebe Bücherfreaks auf YouTube. Ja, ein neues Video von mir und diesmal ein Buchreview. Das muss auch mal sein. Man kann ja nicht immer nur Filme gucken oder Serien und deshalb habe ich ein tolles Buch gelesen und das möchte ich euch hier vorstellen. Es handelt sich dabei um das Buch Highway ins Dunkel von Dean Koontz. Dean Koontz ist ja neben Stephen King, kann man wohl sagen, einer der berühmtesten und einflussreichsten Horror-Mystery-Thriller-Autoren. Und Highway ins Dunkel ist eine Kurzgeschichtensammlung, und zwar die einzigste Kurzgeschichtensammlung von Dean Koontz in deutscher Sprache. Das Buch ist, muss ich gerade mal schauen, ist 1998 in Deutschland erschienen und ist mittlerweile auch vergriffen. Das heißt, es gibt es so gar nicht mehr regulär im Handel, aber man kann, ja, also bei Amazon findet man es noch gebraucht. Sehr günstig. Ich habe es für, ich glaube, 1,20 Euro oder so bekommen. Also richtig günstig. Oder eben bei eBay. Aber wie gesagt, so halt normalerweise nicht im Handel mehr erhältlich. Ja, Highway ins Dunkel ist eine Sammlung, die aus 13 Geschichten besteht. Und insgesamt hat das Buch 537 Seiten. Ja, die Titelgeschichte Highway ins Dunkel bildet auch die große Ausnahme des Buches, denn dies ist die einzigste Geschichte, die eben keine Kurzgeschichte ist, sondern ein Kurzroman mit etwa 180 Seiten. Und bei Highway ins Dunkel wird die Geschichte von Joey Shannon erzählt, der die Nachricht bekommt, dass sein Vater verstorben ist, den er schon seit 20 Jahren nicht mehr gesehen hat. Und aus diesem Grund fährt er halt nach Asheville. In dieser Stadt war er eben auch seit 20 Jahren nicht mehr. Das ist die Stadt, in der er aufgewachsen ist. Und eigentlich fühlt er sich recht unwohl, hat auch nicht Lust, dort in diese Stadt zurückzukehren. Ja, und kaum dort angekommen, hat er auch schon unheimliche Visionen aus der Vergangenheit. Er weiß nicht genau, was es mit diesen Visionen auf sich hat. Und ihm plagen auch Komplexe über sein Leben. Er ist halt schwerer Alkoholiker und ist sich bewusst, dass er sein Leben eigentlich versaut hat. Er wollte immer Schriftsteller werden, hat dies aber nie weiter verfolgt und trauert im Prinzip vertanen Chancen hinterher. Aber wie es das Schicksal will, das Schicksal, das ihn eben nach Asheville geführt hat, bekommt er völlig unerwartet eine zweite Chance, sein Leben nochmal völlig neu zu gestalten. Ja, ist nicht direkt ein Horror-Kurzroman, würde ich sagen. Es ist, obwohl es Horrorelemente gibt, ist mehr so eine Art Mystery-Thriller, möchte ich mal sagen. Hat mir ganz gut gefallen. Und ja, hätte man sicherlich auch als kleines einzelnes Buch rausbringen können, aber so bekommt man in dieser Sammlung eben nochmal einen kompletten Kurzroman mit dazu. Dann haben wir die Kurzgeschichte Der schwarze Kürbis. Das ist so eine richtig klassische Horrorgeschichte, wie sie auch von Stephen King hätte sein können. Und sie erzählt von einem kleinen Jungen, der zusammen mit seinem Bruder sich auf das bevorstehende Halloween-Fest vorbereitet und auf einen Markt geht, um dort Kürbisse zu kaufen. Und dort treffen sie auf einen etwas merkwürdigen Kürbisschnitzer, der eben schon, ja, Kürbisfiguren, Kürbisgesichter, fertige Skulpturen verkauft. Und ja, die Jungs nehmen dann einen mit nach Hause und das
das hat dann unheimliche Folgen. Ja, das ist eine wirklich schöne, richtig gruselige Kurzgeschichte, die ja auch jetzt gerade passt. Es steht ja wirklich gerade Halloween kurz vor der Tür und hat mir recht gut gefallen. Dann folgt die Geschichte Miss Attila die Hunnen. Und dieser Titel hat mich am Anfang ja ziemlich verwirrt. Ich wusste, hatte keine Ahnung, worum es da gehen soll und was der Titel mir sagen sollte. Aber das ist eines meiner Highlights in diesem Buch. Das ist eine wirklich richtig gute Kurzgeschichte. Sie erzählt von hauptsächlich von einem Schüler, Jamie Watley, und seiner Lehrerin, Mrs. Caswell. Ja, Mrs. Caswell ist eine sehr nette und sehr beliebte Lehrerin und sie wohnt halt in so einer Kleinstadt, ist dort an der einzigsten Schule dieser Stadt beschäftigt und ja, dann erfährt man von einem mysteriösen Wesen im Wald, was nach einem jahrhundertelangen Schlaf erwacht. Es ist eine Art außerirdisches Wesen und das ergreift dann Besitz, schlüpft dann in die Körper eines Mannes, der im Wald ist und es hat die Fähigkeit, sich dann zu verbreiten. Also die Leute, die dieser Mann dann begegnet, werden eben auch von diesem Wesen infiziert und ja, das verbreitet sich dann rasend schnell in dieser Kleinstadt und ist halt, also man hört schon, das ist so eine Geschichte so ähnlich wie, ja, wie die Körperfresser, ne? Also deutlich, deutlich daran angelehnt und es ist wirklich toll erzählt. Diese Geschichte, das könnte auch die Vorlage für einen Film sein, bin ich der Meinung. Hat mir absolut gut gefallen und eine wirklich super Kurzgeschichte. Unten in der Dunkelheit ist eine Horror-Kurzgeschichte, ein Horror-Drama, möchte ich es mal nennen. Erzählt von Einwanderern, von indischen Einwanderern, die ein Ladengeschäft in ja, in einem Einkaufszentrum haben und sich dort mit dem tyrannischen Vermieter auseinandersetzen müssen. Ja, beziehungsweise sie kaufen dann eben ein Haus von ihrem hart erarbeiteten Geld und in dem Haus gibt es dann eine Tür, die mal da ist und mal nicht da ist. Ja, jetzt weiß ich gar nicht den Namen. Auf jeden Fall der eine Mann, also der Mann der Familie, der meint zuerst, er bildet sich das alles nur ein. Er findet dann aber heraus, dass diese Tür in eine fast endlose Dunkelheit hinunterführt, also so eine Treppe. Und ja, eigentlich sollte man das jetzt nicht spoilern. Auf jeden Fall ist dort ein dunkles Geheimnis, eine Macht, der er dann oder diese Macht, wo er dann in Versuchung gerät, diese Macht für seine Zwecke zu benutzen, obwohl er eigentlich keine bösen Zwecke im Sinn hat. Und ja, also ich versuche da nicht zu spoilern, das ist so ein bisschen schwierig, aber auch eine wirklich tolle Geschichte, die mir sehr gut gefallen hat, die jetzt nicht gruselig ist, sondern vielleicht mehr so, ja, so Drama-Elemente beinhaltet, aber die Frage nach Moral stellt und nachdem, wie man diese Macht nutzen sollte, wenn man sie denn hätte. Und da gibt es ein Zitat, was mir sehr gut gefallen hat. Dunkelheit wohnt in den besten von uns. In den schlimmsten von uns wohnt die Dunkelheit nicht nur, dort regiert sie. Finde ich ein super Zitat. Und auch die Geschichte hat mir, wie gesagt, sehr gut gefallen. Ollis Hände ist eine Geschichte. Ja, die hat eigentlich keine Horrorelemente. Das ist mehr so eine Art Fantasy-Geschichte. Fantasy-Geschichte mit einem starken romantischen Touch, möchte ich mal sagen. Beinhaltet halt übernatürliche Elemente
und erzählt hauptsächlich, ja, das Schicksal zweier Menschen, die sich mehr oder minder zufällig begegnen. Ist eine ganz nette Geschichte. Der Handtaschenräuber ist dann schon wieder eher eine richtige Horror-Kurzgeschichte, die mich eben auch an Stephen King Kurzgeschichten erinnert hat, obwohl es natürlich vom Schreibstil doch sehr unterschiedlich ist. Also Dean Koontz hat ja seinen sehr eigenen Schreibstil und ja, wie der Titel vermuten lässt, erzählt die Geschichte von dem Handtaschenräuber Billy Neeks, wird das, glaube ich, richtig ausgesprochen, der eben ja seinen Lebensunterhalt damit bestreitet, dass er Leuten die Handtasche stiehlt. Und dabei gerät er, wie es denn das Schicksal so will, an eine falsche Handtasche, mit deren Inhalt er nicht so ganz klarkommt. Mehr sollte man hier auch nicht spoilern. Das hat mir auch richtig gut gefallen und eine schön gruselige Geschichte. Gehetzt. So kurz dieser Titel auch ist, so spannend ist diese Kurzgeschichte. Und das ist mein zweites großes Highlight neben Miss Antilla die Hunnen. Das ist die Geschichte, die mir mit am besten gefallen hat. Die Geschichte ist wie ein guter, klassischer Horrorfilm. Sie erzählt auch von einer Kleinstadt und von einer Fabrik, in der es anscheinend einen Unfall gab. Und die Geschichte wird aus der Sicht von Mac Lasseter und ihrem Sohn Tommy erzählt. Mac Lasseter ist halt alleinerziehende Mutter. Und ja, sie gerät mehr oder minder zufällig in den Strudel von Ereignissen, die in dieser Nacht passieren. Diese Stadt ist nämlich, wird von einem Blizzard heimgesucht. Das heißt, das Wetter ist wirklich schon allein bedrohlich, dieser Schneesturm. Und dann kommt eben noch der Unfall in einer Fabrik dazu. Und wie sich dann schnell herausstellt, sind dort genmanipulierte Ratten ausgebrochen. Und ja, diese Ratten haben halt erstaunliche Fähigkeiten erlangt und bedrohen dann die ganzen Einwohner dort in der Stadt, sind super intelligent. Und das ist so eine Geschichte wie ein Hollywood-Film, wie ein Horrorfilm, super spannend erzählt. Da kann man echt gut mitfiebern und ja, das würde ich auch wirklich gerne als Film sehen. Und es ist wirklich, ja, eines der Highlights dieses Buchs, für mich zumindest. Bruno ist, ja, es ist so etwas zwiespältig, diese Kurzgeschichte. Das hat überhaupt nichts mit Horror zu tun. Das ist eine Science-Fiction-Fantasy-Geschichte mit verschiedenen Dimensionen und es geht um einen Privatdetektiv, der den Besuch aus einem parallelen Universum kriegt in Form eines Detektivs, der eigentlich ein Braunbär ist. Ja, hört sich komisch an, ist auch ein wenig komisch erzählt, wobei es zum Ende hin wirklich recht spannend wird, muss ich sagen. Ist auch wirklich sehr ironisch und lustig geschrieben. Und im Nachwort erzählt Dean Koontz auch, dass er das eben eher auch genauso meint, also als lustige Veralberung von Detektivgeschichten. Ist also durchaus spannend zu lesen, war nicht ganz mein Fall, aber ja, trotzdem ganz nette Geschichte. Wir drei heißt die nächste Geschichte und ja, diese Geschichte wird dem Wort Kurzgeschichte auch wirklich gerecht. Das ist die kürzeste Geschichte in diesem Buch. Die wird auch mit sehr knappen, kurzen Sätzen beschrieben. Und das ist, ja, es ist schon irgendwo eine Horrorgeschichte, aber es ist eigentlich mehr ist auch Science Fiction, würde ich sagen. Es gibt echt so Kapitel, die dann wirklich nur aus ein paar Sätzen bestehen und erzählt von Geschwistern, die einen Evolutionssprung gemacht haben, die höher entwickelt sind als die Menschen. Und im Prinzip erzählt die Geschichte dann vom
Ende der Menschheit. Also wie die Menschheit von dieser neuen Spezies abgelöst wird. Ist etwas merkwürdig, ist sehr kurz und ja, staccatohaft erzählte Kapitel. Irgendwie 10 Seiten, 10, 11 Seiten hat das und ist aber irgendwie trotzdem, war sehr interessant zu lesen. Dickschädel ist auch eine Art Detektivgeschichte mit starken, auch wieder mit starken Sci-Fi-Einfluss. Und ja, es ist, diese ganze Geschichte ist eigentlich eine einzigste, ist eigentlich eine einzige Verfolgungsjagd. Es geht darum, also dass der Detektiv Frank einem Massenmörder jagt. Carl Skag oder Skag. Ja, und das man erlebt als Leser halt die Nacht mit, in der die beiden aufeinandertreffen. Das ist auch sehr, sehr spannend erzählt. Und zum Ende hin gibt es wirklich einen großen Cliffhanger, stimmt nicht, eine große Überraschung, möchte ich mal, eine große Wendung der Geschichte, was sich anfangs liest wie irgendein Krimi, wie irgendein Thriller, wird dann plötzlich oder nimmt dann eine ganz andere Wendung. Die Kurzgeschichte Kätzchen ist, wie Dean Koontz dann am Ende des Buches erzählt, war das eine seiner ersten Kurzgeschichten und die erste, die auch kommerziell veröffentlicht wurde. Er hat damit irgendwie einen Preis mal gewonnen und das war die erste Geschichte, die auch abgedruckt wurde. Ist wirklich, hat eine bitterböse Pointe und hat mir recht gut gefallen. Sie erzählt von einem kleinen Mädchen, was bei wirklich streng fundamentalistischen religiösen Eltern lebt und ja, ihr selber gefällt diese Art des Aufwachsens nicht so ganz und als der Vater es dann einmal übertreibt. Naja, das muss man gelesen haben, ist nicht sehr lang, aber wirklich gut geschrieben. Die Sturmnacht ist eine reinrassige Science-Fiction-Geschichte, die auch sehr gut geschrieben ist. Muss man halt sehen, ob man Science-Fiction mag, aber sie fügt sich dennoch ganz gut in diese Sammlung ein. Und es erzählt von einer Welt, in der es nur noch Androiden gibt und man erhält aber einen guten Eindruck davon, wie Androiden ja, sich die Welt halt eingerichtet haben, nachdem es keine Menschen mehr gibt. Und interessanterweise spielt das lange, lange in der Zukunft. Die Androiden wissen nicht mehr, dass es Menschen gab. Also die Menschen sind mehr so eine Art Legende, ist für ein Märchen, dass es jemals Menschen gab. Aber im Laufe der Geschichte sollen sie möglicherweise eines Besseren belehrt werden. Dämmerung des Morgens sticht doch etwas heraus. Es ist weder Science Fiction, es ist weder Horror, es ist eine Mystery-Geschichte, möchte ich mal meinen. Eine romantische Mystery-Geschichte, nein, eigentlich nicht romantisch. Ja, doch schon, aber nicht in Form von einer Liebesgeschichte. Sie erzählt von einem Mann, der sehr ehrgeizig und erfolgreich ist und der halt absoluter Hardliner Atheist ist. Und ja, im Prinzip wird sein Nichtglaube auf eine sehr harte Probe gestellt. Ist wirklich sehr, sehr schön erzählt und ja, eigentlich eine tolle Geschichte, auch wenn es nichts mit Horror oder so zu tun hat, aber ja, ist sehr schön erzählt. Dieser religiöse Touch, der mag sicherlich vielen vielleicht auf den Magen stoßen oder mögen sich vielen vielleicht nicht mit anfreunden können, aber innerhalb der Erzählung passt es eigentlich ganz gut und ja. Ja, das sind eigentlich diese Geschichten dieser Sammlung. Dann gibt es noch ein kurzes Kapitel, Anmerkungen für den Leser, in dem Dean Koontz
ja, so einen Querschnitt gibt, wie er zum Schreiben gekommen ist und überhaupt, wie er zu Kurzgeschichten steht und geht auf die ein oder andere Entstehung der ein oder anderen Kurzgeschichte in diesem Buch vor. Aber dieses Buch hat mich wirklich überrascht. Ich bin eigentlich nicht so der Dean Koontz-Leser. Und es ist wirklich schade, dass dies sein einziges deutschsprachiges Kurzgeschichtenbuch ist, weil das Buch hat mich echt wirklich richtig überrascht und hat mir sehr, sehr gut gefallen, weil die Geschichten sind einfach so abwechslungsreich. Es ist wirklich alles drin. Es ist also da muss wirklich für jeden was drin sein. Wir haben Horror, wir haben Mystery, wir haben was Romantisches, wir haben Sci-Fi. Ja, so muss es eigentlich sein. Total abwechslungsreich und die Gruselgeschichten sind auch wirklich gruselig. Sind auch, oder überhaupt die Geschichten regen, allgemein regen die Geschichten auch teilweise sehr zum Nachdenken an und ist wirklich ein Top-Buch. Ich kann es nur jedem empfehlen. Wie gesagt, für 1 € gebraucht kann man das sicherlich irgendwo noch kriegen und von mir eine klare Leseempfehlung. Soweit also mein Buch-Review zu Highway ins Dunkel von Dean Koontz. Vielen Dank, bis zum nächsten Video und ja. Haut mal rein, macht's gut, euer Andy.